Beruflich ist Unterhaltung ihr Metier, aber privat sind beide besonders unterwegs in Sachen Naturschutz und auch in Sachen soziales Miteinander. Ich freue mich zum ersten Mal im Kölner Treff, Jana und Thore Schölermann. Schön, dass ihr da seid. Ohne Frage in die richtige Richtung. Es sind auch weniger Leute, das englische Virus nenne ich es jetzt mal, auch stark nach Deutschland kommt. Und ist ja die ganze Bestreben auch der Fall. Thore, meinst du, die Politik, die Politiker, Politikerinnen, die nehmen die Bevölkerung genug mit, motivieren genug, wecken genug Verständnis für die Maßnahmen, die getroffen werden müssen? Absolut, weil ich möchte gerade nicht in der Haut von einem Politiker stecken, weil wenn gerade jemand wirklich eine schwere Zeit hat, und das möchte ich Ihnen auch an der Stelle mal hier sagen, ich habe es gerade auch schon ohne Kamera gesagt, dann ist das ein Politiker in der Zeit, weil die machen sich gerade extrem unbeliebt. Und natürlich kann man im Moment im Nachhinein immer sagen, warum haben sie nicht das, warum haben sie nicht so und hin und her. Das ist sehr leicht gesagt. Ne? Das machen wir uns ja immer alle sehr leicht. Es ist wie immer, die Politik ist immer verantwortlich für alles, die sind schuld für alles. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten müssen wir uns, glaube ich, ganz oft selbst an die eigene Nase packen und einfach mal auf uns achten und nicht einfach uns nur auf Politik und neue Gesetze verlassen. Und deshalb, ich fühle mich, also ich kann ja nur auch von mir so sprechen, ich bin gerade sehr froh, dass ich in Deutschland bin und nicht in irgendeinem anderen Land, wo, wie ich finde, viel schlechter damit umgegangen wird. Und auch indem man den Leuten jetzt auch in Amerika, wie ein Herr Trump, okay, der ist jetzt das schlechteste Politikbeispiel, aber der den Leuten verkauft hat, das ist alles nicht so schlimm. Das hat ja dafür gesorgt, dass man es halt nicht so ernst nimmt. Und Max, ich habe einfach das aus unserer Familie fernhalten wollen. Wir können alle nicht einschätzen, was das für Spätfolgen hat. Und gerade wenn es Mutationen jetzt gibt, vor denen wir so Angst haben, wir sind da lange noch nicht drüber. Ist möglich, außer dass vielleicht die unbürokratischen Hilfen, die versprochen sind. Und wenn die Umstände für die Kinder bedrohlich sind, die müssen in die Betreuung. Ich habe heute was Interessantes in der Zeitung gelesen. Was man uns antun kann, ist uns wirklich von anderen zu trennen. Und das, was wir... Ich glaube, viele andere auch, vor allen Dingen auch Herr Laumann. Das Erste ist, Radio an, Zahlen abhören. Ich habe mir das abgewöhnt. Ich habe das am Anfang ganz klar so gemacht und das hat mich tatsächlich fast depressiv verstimmt, weil ich mich nur noch, mein ganzer Kopf hat sich darum gedreht und das mache ich jetzt nicht mehr. Spätestens mittags, dann höre ich es aber. Ich wollte gerade sagen. Ja, ja, es gab so einen Begriff. Ich versuche wenigstens in der Früh positiv in den Tag zu starten. Es gibt ja den Begriff Nachrichtenhygiene, dass man sich nicht zu viel davon in den Kopf tut, weil sonst wird man ja irre. Deswegen kann man nur das Beste daraus machen. Wenn ein Kind es zu Hause nicht gut hat, gar jetzt mal aus welchem Grund. Ein ganz kleines Kind kann sich geht, können Sie in den Kindergarten gehen. Und das haben wir im Frühjahr anders gemacht. Da haben wir systemrelevante Berufe definiert, Krankenschwestern, Ärztinnen. Das so nachvollziehen, wirklich. Ach, als du das erzählt hast, habe ich fast Gänsehaut. Ich habe es schon gesehen. Fasziniert von dem und ich glaube, das wirkt auf alle total dieses... Wotan kriegt auch ganz große Augen. Man und, ist was der Erste. Und was, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, gerade wenn man jetzt aus dem Business kommt, wo wir ja auch viele auf einen einreden oft und so, ne, da kann keiner mit dir reden. Dich kann auch keiner anrufen, weil es ist zu laut. Und man hat keinen Empfang. Ja genau, man hat auch keinen Empfang, also es ist... Wirklich perfekt. Aber ich darf jetzt verraten, dass ich weiß, dass Sie, Herr Laumann, einen Traum haben. Der ungefähr so alt ist, wie man selber ist. Genau. So, das wäre bei mir der Hanwecker. Und alle freuen sich. Und die meisten... um mal das weibliche Element hier reinzubringen. Ich bin raus. I don't care, aber im positiven Sinne. Ne? Also okay. Dieser Vorwärtsdrang auch ins... Ich frage lieber Jana, hast du auch so einen bestimmten Song, das kann ich immer wieder hören und da kommen Emotionen hoch, dann bin ich einfach glücklich. Frank Sinatra. Für mich ist das immer so heile Weltmusik und da fühle ich mich so wohl, ich geborgen und das finde ich sehr gerne. Kann ich gut nachvollziehen. Ich dachte, du wolltest sagen, Frankie goes to Hollywood. Das war unser, aber das verbinde ich ja immer mit dir. Und es gibt auch Momente, die ich nicht mit dir verbinde, Schatz. Frankie goes to Hollywood, das ist für mich ein absoluter Liebessong und den hat Thore auch am Tag vor unserer Hochzeit dann nochmal von... einem Sänger anspielen lassen, den liebe ich. Ja, das ist immer gut. Wenn ich sie irgendwie wieder rumkriegen will, dann kommt der Song. Dann weißt du, dann du bist was, was du auflegen musst. Jetzt würde ich aber gerne von... Seid ihr Zwillinge? Ja, ich habe gemerkt... Entschuldigung, aber alles, was du... Wir kennen uns ja nicht privat, aber alles, was er erzählt, kommt... Du sprichst mir sehr oft gerade so aus dem Herzen. Das ist sehr, sehr lustig. Das freut mich. Ich habe auch gerade das Stichwort... wir haben aber etwas, das hast du schon gepostet. Und ich finde, das sagt viel tendenziell... In Richtung Quatsch. Corona auch so schwierig macht gesellschaftlich. Einige haben kaum nach. Und das ist eine Frechheit. Ist das Aufregung bei dir gerade oder Zustimmung? Nee. Du hast natürlich recht. Ne? Also natürlich ist jeder Mensch. Natürlich habe ich recht. So, aber wenn ich ganz oft, wenn ich mir diese Diskussion in letzter Zeit so anhöre,
finde ich, sind das ja alles Diskussionen und Klagen auf sehr, 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 sehr hohem Niveau. Weißt, wir legen jedes Wort auf die Goldwaage und fühlen uns überall immer in unseren Rechten sofort irgendwie angegriffen. Aber eigentlich geht's uns doch immer noch verdammt gut. Und ich rede nicht von einem Kind, was gerade natürlich jetzt irgendwo in einer Familie da vielleicht unter dem Ärger der Eltern oder so leidet oder so. Natürlich ist das ganz schlimm. Aber ich meine, trotzdem leben wir trotzdem noch in einer so tollen Gesellschaft und uns geht es gut. Wir haben Essen und wir haben trotzdem die Schulen. Und es ist jetzt gerade eine schwierige Zeit, aber das schaffen wir auch alles. Ja, aber da muss und ich mal, das muss bringt ich, uns muss, nicht alles jetzt. Das müssen wir differenzieren. Das müssen wir differenzieren. Genau, da muss ich direkt einen Einwand haben. Eine zur Zeit. Alle Kulturbetriebe, alle Theater, alle Sänger, alle Künstler, alle, die dürfen nicht auftreten. Alle Techniker. Die sind alle pleite. Die sind alle pleite. Nee, jetzt geht's nicht gut. So, jetzt haben wir natürlich auch Hilfen gegeben oberhalb des Hartz. Andere das Arbeitslosengeld, was ja nach dem Einkommen gekoppelt ist. Und deswegen etc. Gut, dass wir uns nicht früher kennengelernt haben. Und dann ist er auch noch Musiker, das bin ich überhaupt nicht. Also, ja, aber also, Musik ist ja jetzt auch dein Metier, also insofern. Ich höre sehr gerne Musik, aber ich bin tatsächlich niemand, der selber singen oder irgendein Instrument spielen Besser kann. Nicht. Du hast ja schon zugegeben, du weißt genau, welche Musik du auflegen musst. Ja, das, und ich darf meine eigene aber eigentlich nicht auflegen, weil ich echt einen kranken Musikgeschmack habe. Was denn? Habe, das muss man wirklich... Was ist für dich ein kranker Musikgeschmack? Eigentlich alles. Also ich bin auch so jemand, der komplett mit allem irgendwie so eine Stimmung aufbaut. Und ich höre von dem Sauerlandlied auf dem Schützenfest bis hin über Schlager, bis hin zu Hard Rock und House. Also wirklich alles. Jana, da musst du manchmal sehr tapfer sein. Ja, besonders, wenn er dann dazu auch noch tanzen möchte. Das ist schon, Oder wenn ich, was ja tatsächlich, ich bin sehr verwöhnt, was Musik angeht, natürlich durch Voice und habe dann immer, wenn ich nach so einem Wochenende nach Hause komme, die ganzen Dinger im Kopf und versuche, sie dann irgendwie nachzusingen. Und dann wurde mir zu Hause das Singen verboten. Oh. Das ist schon ein harter Satz. Das ist hart. Aber ich meine, noch ein bekannter Schub, Voice of Germany natürlich. Kennengelernt habt ihr euch ja bei der verbotenen Liebe. Ja. Und das ist natürlich, es klingt wie eine Fernsehserie, hat ja mit Fernsehen auch zu tun, da habt ihr euch kennengelernt. Ja. Und 10 Jahre nach dem Kennenlernen habt ihr beide Ja gesagt, nämlich genau bevor Corona angefangen. Und deswegen konntet ihr noch richtig, richtig fett Hochzeit feiern. Das war, ist uns hinterher auch erst bewusst geworden, was wir ein Glück hatten. Und mit unseren Freunden zusammen, unserer Familie reden wir oft davon, mein Gott, was wir da noch gefeiert haben, das war wirklich wunderschön oder zehren wir jetzt auch noch von? Wir haben da eben Bilder gesehen, das sieht nach barocker Pracht aus, nach richtig eine tolle Hochzeit. Wie viele Gäste hattet ihr? 100. 100. Oh ja, da sieht er. Das ist auch schön, dass ich das jetzt nochmal sehe, weil ich in dem Moment damals genau, nichts davon gesehen habe, weil ich einfach nur noch geheult habe. Jana kam auf mich zu und ich habe geheult wie ein Schlosshund, ja. Was hast du denn da gedacht, Jana? Was habe ich denn da geheiratet? Ich muss es unterdrücken, dass ich nicht weine. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte erst weinen, wenn ich vorne stehe. Und den ganzen Weg lang habe ich durchgehalten. Das war sehr schwer. Das heißt, vorne habt ihr beide geheult, geweint. Ja. Das war krass, ja. Aber das ist auch dann so verrückt. Ne? Jetzt von so vielen Freunden hören wir natürlich jetzt in dieser irren Zeit, dass die natürlich ihre Hochzeit und so alles absagen mussten, die ganzen Feiern und so. Und auch natürlich drumherum die ganzen Hotels, Restaurants und die das organisiert haben und so, die sind natürlich jetzt gerade alle, das ist dann wiederum so, wenn wir dann so schön davon erzählen, denken wir immer auch an die, die jetzt da sitzen. Ihr habt in den Bergen geheiratet, in den österreichischen Bergen, da war auch eine Alm. War wahrscheinlich Schnee im Januar. Ja, deswegen. Wir lieben ja Schnee. Ja. Wir lieben die Berge, Wandern, Schnee. Und deswegen wollten wir gern zu unserem 10-Jährigen da oben heiraten. Und wir hätten Max Mutzke gebraucht, der uns den Weg frei schiebt. Ja. Weil ich habe mich sogar noch vor der Hochzeit festgefahren. Und wir haben noch aus dem Wald dann das Brautkleid zu der Alm getragen, weil das Auto nicht mehr zu bewegen war. Das ist doch ein gutes Zeichen, hat geklappt. Ja, und vor allem davon reden wir jetzt. Wir reden nicht von dem ganzen Drumherum oder so, wie schön alles war, sondern guck, das sind die Geschichten, die wir erzählen, Schatz. Das schafft man mit sowas. Ja. Ist das nicht schön? Vor allem, wenn man mit dir zusammen ist, dann schafft man das immer. Ja. Festfahren, das ist ihm schon öfter gelungen. Das ist jetzt, also du bist ja aus Bayern, du aus dem Ruhrgebiet. Sauerländer, Entschuldigung. Ihr habt euch dafür entschieden, aber ihr habt im Sauerland eine Holzhütte. Mhm. Wie ist die groß? Also 50 Quadratmeter. Das ist gut. Und drumherum. Ja. Und das war euer Fluchtpunkt in der Corona-Zeit. Ja. Ja. Da zieht ihr euch gerne hin zurück. Wir haben auch da ein kleines Foto von. Da ist auch euer Hund drauf, zum Beispiel. Und das sieht ja aus wie ein Fass. Das ist aber tatsächlich nicht die Hütte, wo wir da wohnen. Das ist die Sauna.
draußen. Aber es ist schön, dass ihr dachtet, ja, so sehr mögen wir uns dann doch nicht. Dann hätten wir die Corona-Zeit wahrscheinlich nicht so gut überstanden, wenn wir auf so wenig Platz aufeinander leben. Ich dachte nur, warum wohnen die in einem Fass, habe ich nur gedacht. Okay, es ist die Sauna. Ja, aber das ist ja auch so witzig, weil wir da ja auch wieder das Ganze so, wir leben eigentlich in der Innenstadt von Köln, ne? Und wir haben so gemerkt, wie sehr jetzt diese Innenstadt natürlich so an Reiz verliert, wenn das ganze Leben daraus ist. Die Restaurants sind leer, wenn man über den Ring jetzt abends geht, sind wir die Einzigen. Also fehlt nur noch, dass der Busch im Wind herfliegt und so. Auch in den kleineren Städten ist es natürlich tot. Aber natürlich, es ist auch angenehm. Ich gehe aus der Tür und steige nicht in Kotze oder sowas, was man halt sonst immer hat. Aber ja, Karneval fällt aus, Jana. Ja, ja. Das ist ja. Aber auch. Ja, und deshalb sind wir natürlich da. Das war das Glück, dass wir dann da draußen die in Zeit die Natur flüchten konnten. Ja. Du bist sehr naturverbunden, Thore, aber so eine Zeit aufeinander, 50 Quadratmeter ist schon was, im Wald kann man auslaufen, ist klar. Das ist ja für manche Beziehungen auch ein Test, ein ultimativer. Wie hast du das empfunden, dieses doch sehr stark aufeinander angewiesen sein, zusammen sein, und zwar andauernd? Also ich muss sagen, am Anfang war es für uns total schön, weil man... Naja, doch. Sei mal ehrlich, am Anfang war es für uns wirklich total ungewohnt und am Anfang haben wir uns wegen jener Scheiße gestritten. Genau, aber nein, im ersten Moment, ich meine, ein Ehepaar erzählt eine Geschichte. War richtig schön. Der war richtig schön und dann so nach einer Woche war es dann schon so, ja, er könnte auch mal wieder weg sein. Ja, und wir haben ja noch nicht mal Kinder, wir hatten den Hund da und so, aber trotzdem diese ganze Unsicherheit und das ganze wie, was passiert, was kommt, auch beruflich, in welche Richtung geht das, war so ein unglaublicher Druck irgendwie, dass man sich dann, ja, erstmal da dran gewöhnen musste, dass man dann nur die Zeit mit seinem Partner da hat. Und ja, was habt ihr da gemacht den ganzen Tag im Sauerland? Renoviert. Also wir haben an der Hütte alles Mögliche gesandstrahlt, ich habe die Möbel ein bisschen restauriert und gemacht. Und ja. Jana ist so Handwerkerin geworden, danke Corona, das war tatsächlich was Positives daran. Und wir haben sonst echt, also wir haben glaube ich noch nie, und das ist nicht übertrieben, so viel Zeit miteinander verbracht wie in der Zeit, weil davor waren wir echt sehr viel auch unterwegs und so. Das waren die Corona-Flitterwochen sozusagen. Ja, genau. Ja, und also für uns war das eine gute Zeit, jetzt einfach ganz egoistisch gedacht, aber drumherum haben wir ja auch bei unseren Kollegen und überall natürlich gesehen, was das bedeutet. Und man hat dann immer auch überlegt, oder wir haben ganz schnell auch überlegt, Scheiße, wie können wir jetzt irgendwie das unterstützen? Am Anfang konnte man noch bei Restaurants daneben an irgendwie viel noch bestellen oder Läden nebenan noch zu unterstützen und so. Ja, da waren wir ziemlich schnell irgendwie, dass wir daran so gedacht haben, weil wir wirklich natürlich in einer sehr glücklichen Lage da waren, mit im Grünen zu leben. Und wobei du bist ja nicht nur naturverbunden, sondern du bist auch Naturschützer. Du hast auch selber Wald, also Wälder, Waldgebiete, die dir gehören, und gehst durch den Wald und denkst, das sieht nicht gut aus. Der Käfer. Ja, du kennst das aus dem Schwarzwald natürlich auch. Ich bin im Wald groß geworden, ne? Also wirklich so richtig. Also wir hatten noch nicht mal, wie viele Einwohner hattet ihr im Dorf? 40. Wir hatten 4 und das war unsere Familie. Wir waren alleine so im Wald, also Mowgli-mäßig, und bin da so groß geworden. Und das ist auch so mein Rückzugsort. Wir verkaufen auch das Holz. Es ist auch ein wirtschaftlicher Punkt so für uns. Also alles. Also das ist mein Leben, so der Wald. Und da brauche ich keinen Klimaforscher oder keinen Biologe für zu sein, um zu sehen, dass da gerade was ganz schlecht und falsch läuft. Ne? Da hat er denn Fichte überwiegend? Ja, genau. Ja, ja. Und das ist natürlich gerade ganz schwierig. Aber das wird im Moment ja auch immer so dann gesagt, ach, du schützt das ja auch und so. Das ist für jemanden, der natürlich aus der Natur kommt, ist das ja eigentlich total selbstverständlich. So, ne? Weil warum sollte ich auf das nicht Acht geben, was mir so viel Energie gibt? Also im wahrsten Sinne des Wortes Energie. Ne? Also du hast eine Baumpflanzaktion gestartet, um möglichst viele Menschen darauf aufmerksam zu machen, dem Wald zu helfen. Gibt es ja viele, da war ich auch nicht der Erste, der da auf die Idee gekommen ist, aber das war tatsächlich so eine, eigentlich ist das aus der Idee entstanden, dass ich jetzt gerade in der Branche auch oft unterwegs bin und dann so aus dem Wald erzähle, was ich da mache, und egal ob es Holzproduktion ist oder auch Jagd ist, dass man halt ja Rohstoffe aus der Natur nimmt und sie dann so direkt verarbeitet und so, und dass ich ganz oft so gemerkt habe, dass die Leute mich angucken und sagen so, wie, echt? Was? Das ist ja unglaublich und so läuft das und so. Und dass ich gedacht habe, krass, auch so Kinder und so, dass sie den Bezug so gerade aus der Stadt so total den Bezug zum Wald verloren haben. Sind schon so auch mit einem Bein im Digitalen natürlich ganz häufig. Ja, genau. Ja, aber trotzdem die Leute so, dass ich sag mal,
Also wenn man ein Haus bauen will, dann muss man dafür Bäume fällen. Wenn man eine Wurst essen will, dann muss dafür auch ein Tier sterben. Und das, diesen direkten Bezug haben ganz viele in meinem Umfeld komplett verloren, so dass das eine Folge hat. Und da habe ich so gedacht, pass auf, ich starte diese Aktion, um mit den Leuten eher ins Gespräch zu kommen. Ich habe gesagt, ich gehe mit euch spazieren, wir reden dabei so ein bisschen über den Wald und für jeden, der mitkommt, habe ich die noch bestochen, habe gesagt, pflanze ich 20 Bäume. Aber was ist denn da? Douglasie? Bitte? Nee, einheimische Bäume bitte. Weil Douglasie ist eben zum Beispiel, ne? Ja, aber das funktioniert nicht mehr. Ne? Das ist so eine. Und der erste Lockdown war ja super, da war das Wetter, die Natur hat uns ausgelacht. Aber wir dürfen auch nicht jetzt denken, dass das, das habe ich immer so Angst, dass jetzt dadurch, dass wir das jetzt mal schnell angehalten haben und die Zahlen tatsächlich auch besser geworden sind, dass wir so ein bisschen so den Gedanken bekommen, ach komm. Wenn es da mal ganz kurz vor knapp ist, dann halten wir das Ding hier noch mal ein bisschen an und dann wird das schon wieder. Das ist ein ganz kritischer Punkt. Absolut, nur auf uns wurde ja immer gesagt, eben der Kapitalismus wird behandelt wie ein Naturgesetz. Man kann es nicht anhalten, der Markt. Stimmt überhaupt nicht. Wir können, wenn wir wollen, wenn es richtig 5:12 ist, könnten wir das machen. Ja. Das finde ich, das war das positive Beweis. Aber dann leidet auch wieder natürlich hier. Weiß ich, aber dann hast du 2 Brote weniger zu essen, aber der Planet ist gerettet. Was nützt dir das, wenn ich weitermache, bumm. Dann gehen alle drauf. Deswegen finde ich das schon, wenn das mal vorbei ist mit dieser ersten Pandemie, das ist ein wichtiger Ansatz, dass wir, wenn wir wollen, können wir das wirklich retten, und zwar den Planeten. Nicht den Virus, uns vom Virus schützen, sondern davor, dass der Planet drauf geht. Das ist ja ein Grund. Ihr habt ja so eine Rollenaufteilung, ne? Also du bist für mich so der Handwerker, der kommt auch, wenn du eben sagst, ich habe auch Handwerk gelernt, aber in eurem Sozialleben, du bist der Naturschützer, Thore, und du, Jana, bist diejenige, die sich eher auch um menschlich-soziale Belange kümmert, sehr, sehr stark. Ich weiß nicht, inwieweit das Thore beeindruckt hat, aber jetzt, du hast so einen großen Redeanteil. Ich möchte gerne Jana hören, was aus ihrer Sicht hören. Das lebe ich dann draußen immer so ein bisschen aus. Deswegen ist er auch Moderator geworden. Ja, natürlich. Aber du hast beispielsweise, das fand ich sehr beeindruckend, weil wir in dieser Corona-Zeit sehr oft über alte Menschen gesprochen haben, über Pflegefälle, über Menschen, die einsam gestorben sind. Dein Großvater ist ein Pflegefall geworden, und du hast ihn immer besucht, und zwar jeden Tag, bevor Corona in die Welt trat. Da konntest du also noch jeden Tag zu ihm. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr berührend, dass du als eine Frau, die ja auch viel mit Unterhaltung zu tun hat, dass du jeden Tag dahin gegangen bist. Ehrlich gesagt hat mich das total überrascht, dass das, eigentlich ist das selbstverständlich, finde ich, dass gerade wenn jemand die Hilfe braucht, und mein Opa lag eben monatelang im Krankenhaus, nicht nur in einem, sondern in verschiedenen, teilweise auch weiter weg, aber der hatte halt niemanden, dann ist es ja klar, dass ich, wenn ich es irgendwie möglich machen kann, wenigstens mal eine Viertelstunde am Tag vorbeikomme, ihm kurz die Hand halte. Nur, was mich so extrem überrascht hat, ist, dass das gar nicht normal war. Also so viele Ärzte, die dann zu mir gekommen sind und gesagt haben, ja, das ist nicht selbstverständlich, dass Angehörige kommen. In der Geriatrie, also wir waren in mehreren Krankenhäusern und in jeder Geriatrie war dasselbe. Da lagen Menschen teilweise schon Monate, ältere Herrschaften, die kein einziges Mal Besuch bekommen haben, weil sie keine Angehörigen hatten oder ganz oft, weil die Angehörigen halt sich nicht dafür verantwortlich haben. Das ist ein Phänomen, was natürlich auch im Moment anders betrachtet wird in Corona-Zeiten. Das Phänomen der Einsamkeit, wenn es auch da alten Menschen oft so ergangen ist am Ende ihres Lebens, dass sie sehr, sehr einsam geworden sind. Aber in dieser Zeit war es eben besonders brutal. Und das gehört dazu, also ich bleibe bei dieser Zweiteilung, obwohl das so nicht stimmt, ja, dass du der Naturschützer bist, der sich einsetzt, der aktiv ist, und du sozusagen diesen menschlichen Part, dass ihr euch auch engagiert für Stiftung Papier, Entschuldigung. Auch, dass man plötzlich wieder Briefe schreibt und ältere Menschen aus dieser Nichtbeachtung rausholt, dass man Impulse setzt, menschliche Impulse. Wer hatte von euch die Idee, da mitzumachen? Das ist ja nicht eure Initiative. Das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle, weil das betonen wir immer. Wir unterstützen das total gerne und freuen uns immer über jede Bühne, wo wir davon erzählen können. Aber die dahinter stecken, sind Freunde von uns, die das wirklich auf die Beine gestellt haben. In der Zeit, wo alle oder viele an sich selbst gedacht haben, haben die hier in Köln sich auf die Kölner Rennbahn gesetzt, wo auf einmal der Betrieb aus war. Das sind Models aus der Industrie und so weiter. Ne? So Leute, die dann gesagt haben, ey, was können wir jetzt mal Gutes tun? Und haben dann diese Sache auf die Beine gestellt. Schöne Grüße an euch, liebe Jungs. Wir bringen das auch nur irgendwie, wie wir können, raus. Und deshalb. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass Menschen, denen anderes jetzt einfach wegging, ja, zum Beispiel Arbeit, dass die sich überlegen, was können wir Sinnvolles tun in dieser Zeit, die ja auch verdammt schwierig für sehr viele. Die haben keine einzige Minute zu Hause gesessen und gesagt, okay, was mache ich denn jetzt? Ich back mal oder so? Nee, die haben sich sofort zusammengetan und gesagt, wie können wir das irgendwie nutzen, was Gutes tun? Ja. Und dass sie dann so eine Organisation auf die Beine stellen, das war, hätte keiner absehen können. Toll, dass ihr das macht. Jeder in seinem Bereich von euch beiden. Und zwar eine ganze Menge. Jana und Tolle. Vielen herzlichen Dank. Es gibt einen Keller.
Da ist dein Stammheim und das ist zuständig für Stress. Dann gibt's dann, die vielleicht auch mal sagen, hey, ich weiß, du kriegst das. Ja, eine Sache möchte ich dazu auch sagen, weil ich finde es ganz interessant, wie Kinder ja auch gerade mit dieser ganzen Situation umgehen, weil wir haben zwar noch keine Kinder, aber ich arbeite ja viel mit Kindern und komischerweise sehe ich die Kinder gar nicht meckern. Die gehen damit sehr selbstverständlich. Kinder übernehmen sehr viel von ihren Eltern. Das heißt, wenn ich bin im Krieg aufgewachsen. Meine Mutter hat mir nie gezeigt, dass die Angst hat. Ich habe diese Angst nicht gespürt. Natürlich haben Eltern Angst, aber man kann als Elternteil, und deshalb habe ich dieses Buch für Eltern, Familien geschrieben, dass man kann es lernen. Mhm. Und Kinder übernehmen die Ängste von ihren Eltern. Angst ist etwas, was wir lernen. Wir sind nicht damit geboren. Also wir sind nicht angeboren. Es sind Besuchsverbot in Altenheim gemacht. 3,5 Monate. Das ist, wenn man in Altenheim lebt, eine verdammt lange Lebenszeit. Oh ja. Weil, macht. Das war ja auch Wahnsinn. Ja. Ich habe damals immer gedacht, mein Gott, bei uns da auf dem Land ist das alles kein Problem, weil die gehen nicht und deswegen haben wir sie jetzt auch nicht mehr gemacht. Aber trotzdem heißt das, 50 Jahre lang wird in Nordrhein-Westfalen, und dann haben sie sich gewundert, sie kann Hofnachfolger haben. Also da ist ja auch ein bisschen dran. Nein, Papa gedacht hat, naja, unser Kai Josef, ich meine, Landmaschinenschlosser, ist ja klar, einer muss ja die Maschinen fertig machen, der hat ja ganz alt, das freut dann auch manchmal ein bisschen. Und da kriegt man halt so ein Klischee verpasst. Und Arbeitskraft, ne? Dass die Frau nicht gerade begeistert ist. Aber ich habe gedacht, jetzt haben wir Silberhochzeit, dass jetzt ein Zufall ist, bei wen errunden. Ja, aber die keinen Bock haben. Also es ist ja so, eine Vogelstange hat heute so viel Sicherheit, das Gewehr ist in so einer Schiene, ich sag mal so, ist schon fast ein Kurzstück vorbeizuschießen. Das war früher, wo wir ein bisschen freihändiger geschossen haben. Zum König. Also. Nächstes Jahr schon noch, da passt sich noch mal. Wahrheit ist einfach, das ist natürlich die Frage. Nachvollziehbar für eine einlassige Mutter, die stolz ist auf ihren. So mir explizit angeguckt, wie funktioniert Vertrauen zwischen Menschen. Also wonach stelle ich mir immer die Frage, was machen diese Länder anders? Warum, was können wir eigentlich besser tun? Und so bin ich beispielsweise nach Kanada, welche Entscheidung getroffen wird. Und dann fällt es uns eben auch viel leichter zu folgen. Ja, im Sinne von, selbst wenn man es gut mit ihnen meint, hast du die Zähne. Und ich habe verstanden, dass mir Vertrauen fehlt.